Ja, hallo, da bin ich mal wieder mit Bärbelzwang und Deko-Ideen. Wieder mal mit etwas Wiederaufbereiteten. Ich habe hier vom Herbst vorletzten Jahres einen Kranz, da habe ich die Haselnüsse dran, die mache ich jetzt mal ab. Die Seite habe ich schon. So, und ich denke mal, mit diesem Grundgerüst hier kann man ja ganz schön viel machen. So, ich habe mir hier jetzt ganz viel rausgesucht, was alles schon mal ein Kranz war. Ihr seht, da ist schon was angeklebt und möchte jetzt versuchen, hier doch noch was Ordentliches wieder rauszukriegen. Mal gucken, wie das wird. Zuerst werde ich jetzt mir hier ein paar Flecken mit Moos machen. Ja, die will noch nicht so, wie ich das will. Mache ich mir jetzt hier immer so dazwischen. So, immer so eine kleine Ecke. Ein bisschen oben drauf, so ein bisschen unterschiedlich immer. Wie gesagt, alles, was ich hier liegen habe, habe ich aus anderen Gestecken rausgemacht. Das soll nachher auch ordentlich aussehen. Ich möchte nicht, dass das irgendwie so wurschtelig aussieht. Aber man kann daran sehen, dass man aus einem was wieder verwerten kann. Mit mir kann dann niemand meckern, dass ich in der Wegwerfgesellschaft lebe. Ich bemühe mich immer, alles nochmal zu benutzen. Aber auch, weil es, ja, mein Geschmack ändert sich ständig. Ich muss das immer mal anders haben. Und ich finde immer, ich kann doch nicht dauernd irgendwas Neues kaufen. Also muss ich das Alte neu machen. Und meistens gelingt es mir ja auch. Meistens, nicht immer. Das ist auch ein Kranz, wenn ihr den von unten seht. Das ist so ein kleiner, den habe ich dann, weil es Weihnachten war, schon mal mit Weihnachten überzogen, also mit Schnee. Aber das macht ja nichts, das ist ja unten drunter. Kann dann auch vielleicht mal wieder Weihnachten werden. So, jetzt habe ich hier noch so ein paar Holzplätzchen. Die kann ich dann so zwischen machen. Bisschen. Hier hängen zwei aneinander. Die müssen auch so bleiben, weil die auch schon mal so geklebt haben. Die kriege ich nicht mehr auseinander. Aber auch das macht ja nichts. Das ist jetzt alles schon mal so verteilt. Wo fehlt noch einer hier irgendwie? Und das ist auch schön, wenn der Schmerz nachlässt. Mir ist hier natürlich gleich was auf die Finger getropft. Das ist schon immer ganz schön. Jetzt habe ich hier Federn. Ein paar sind da ja noch drauf, diese Perlmutterfedern. Aber ich habe noch ein paar große. Die kann ich jetzt auch mal dazwischen stecken. Das reicht auch schon, wenn man die so da reinsteckt. Ich habe eben noch zwei gesehen. Das ist noch so eine schöne Perlenfeder. Geht das auch hier rein. So. Kalieren.
schon eine. So, mal gucken. Hier habe ich auch noch so Eukalyptusblätter getrocknet. Die können auch rundherum verteilt werden. Überall ein paar. So. Das mache ich jetzt auch gleich mal fertig. Verteile mir diese ganzen Sachen hier. Ich habe eben auf der Terrasse gesehen, da lagen so, ich habe eine Holzterrasse, so kleine Gedärme. Fand ich ja ganz eklig, habe mal nachgeguckt und ein Stück weiter lag dann auch der Rest des kleinen Vogels. Also die müssen schon brüten. Also ich denke dann immer, das ist doch viel zu früh. Aber das war ein ganz, ganz kleiner, noch unbehaarter Vogel, also ohne Federn. Also das fand ich schon ganz seltsam. Der muss irgendwo aus dem Nest gefallen sein, aber auf der Terrasse habe ich jetzt geguckt oben, weil ich ja eine überdachte Terrasse habe, ob da irgendwo ein Nest ist, was ich nicht bemerkt habe, aber das ist auch nicht, jetzt weiß ich nicht. Vielleicht hat auch die Katze die erwischt und dahin geschleppt. Also wir selber haben keine, aber irgendeine Katze fühlt sich hier bei uns immer ganz wohl. Und zu meinem Ärger schmeißt sie auch oft was runter von dem Terrassentisch. Sie sitzt da immer, und das darf sie ja auch gerne, auf den Stühlen, aber wenn sie mir dann immer alles runterschmeißt, dann finde ich, ist das schon nicht so schön. Aber letztens hat sie sich dann mal selbst wehgetan. Da hat sie so einen dicken Balken, den ich da als Laterne stehen habe, umgeschmissen und da hing dann ein Stück Fell dran. Also, und sie ist weggelaufen. Also hat sie sich da wahrscheinlich ganz schön was angemischt. Nun war sie ein paar Tage nicht da, aber ich weiß nicht. Ich kenne mich mit Katzen auch nicht so aus, aber die Vögel so selber, ich weiß nicht, wer den Vogel sonst da getötet haben sollte. So. Das ist, wenn das hier alles so voll liegt. Jetzt habe ich hier so kleine Wachteleier. So, das habe ich schon mal zerdrückt. Auch die haben schon irgendwo geklebt. So, wo kam der mal hin? Hier hin. Nochmal ein paar Federn. Verbeeren. Weiß nicht, ob ich die mal auseinandernehme. Nö, die finde ich gar nicht so schön. Noch ein bisschen von den Zapfen. Die stecke ich aber nur rein, weil die sollen ja nachher auch noch auf dem Weihnachtskranz. Muss ja immer für alle Gelegenheit sein. Hier habe ich noch eine Muschel, beziehungsweise ein Schneckengehäuse, das ist natürlich keine Muschel. So, die kann ich dann dran machen. Ich habe hier noch so kleine Töpfe. Die habe ich auch. Drei
drei Stück, also die kann ich auch schön verteilen. Und ihr seht, also alles, ich hole immer alles vor und gucke mal, was da alles drauf geht. Also es hat keinen Plan vorher. Das muss ich dann so ergeben. Und wenn nicht, dann, ja, dann ist das so. Dann nehme ich das gleich wieder auseinander, wenn das nicht schön wird. Eier, da mache ich aber die mache ich kaputt. Da mache ich so, die waren schon kaputt und da mache ich jetzt einfach nur so ein bisschen Schale. Und so leert sich das jetzt hier langsam. Ich habe dann alles wieder verarbeitet und wollen wir gucken, das will ich jetzt nicht mehr dahin haben, glaube ich, die sind mir zu groß, außer das ist kaputt, das kann ich auch noch hinmachen, mache ich jetzt aber andersrum. Dann habe ich vor, ein Glas in die Mitte, natürlich mit Kerze. Da muss ich gleich mal gucken, was ich dann nehme. Das sieht ja auch ganz gut aus hier mit dem Grün. Jetzt hier noch so ein paar Butterblumen, die habe ich auch vor, hier irgendwo mit unterzubringen, so einmal in diesen Topf zu stecken. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich die schon mal im Gebrauch hatte. Jetzt köpfe ich sie und jetzt gehen dann nur noch die Köpfe. Eigentlich mag ich auch gar keine künstlichen Blumen mehr, aber irgendwie, die sind so echt. So, mal gucken. Hier nochmal so eine hin. Die verteile ich mir jetzt auch nochmal. Dann finde ich, ist das ja schon für den Tisch draußen eine ganz schöne Deko. Kann man jetzt ganz gut rausstellen. Die anderen Blumen sind ja alle noch ein bisschen empfindlich. Aber man kann ja nachher auch ja, ohne Blumen was machen. Die Blumen müssen ja nicht rein, die sind ja nur einfach da. Aber ein paar Ostereier und ja, also ein bisschen. Also eigentlich alles an den Kranz, was irgendwie nicht nied- und nagelfest ist, finde ich auch mal ganz schön. Ist, naja, bei mir ist ja nie was geordnet. Aber ich finde, dann stehen trotzdem immer ganz gute Resultate. So, dann haben wir hier nochmal einen drauf. Oder da. Oder da. Mal gucken. So. Hier habe ich auch noch ein paar echte Zweige. Die stecke ich jetzt hier mit rein.
Kisten, so wird das voller und voller. Ich habe hier, wo habe ich denn noch welche? Draußen habe ich noch welche liegen, die werde ich auch gleich noch mal reinhängen. Hier sind auch noch welche. Die haben schon so ein bisschen Knospen. Die stecke ich einfach da unter. Ja. Und so denke ich mir, ist das schon so ziemlich voll. Das kann ich ja gleich noch mal ein bisschen ausbessern. Und jetzt mache ich gleich noch mal das Glas rein. So, ich habe jetzt hier das Glas. Das passt hier ganz gut rein. Und habe hier noch eine nicht abgebrannte Kerze. Die stelle ich in das Glas. Aber erstmal wollte ich oben noch die Schleife machen, beziehungsweise das Band. Ich mache mir jetzt hier einfach ein bisschen Klebe dran. Und mache mir das jetzt hier drum. Mache mir unten noch ein bisschen Moos rein, wenn man von oben guckt, dass man nur so kleine Stückchen, dass man das auch sieht, und stelle mir jetzt die Kerze dabei. Möglichst, dass die Kerze natürlich auch steht. Auch immer nicht ganz einfach mit mir. Und dass sie nicht brennen kann. Also die Kerze schon, aber nicht das ganze Gesteck. So. Das da rein. Und noch ein Stück. So. Ja. Und das wäre es jetzt schon. Das stelle ich mir jetzt so auf den Tisch. Ich finde, das ist ganz rustikal. Alle diese Sachen, die ich nicht mehr brauche, sind eigentlich wegdekoriert. Und geben noch mal eine Weile, bis die frischen Blumen kommen, draußen ein bisschen Deko her. Ich mache hier jetzt noch mal was rein, was man so hat. So. Ganz einfache Sache, mit keinem neuen Material, alles was so da ist. Notfalls könnt ihr auch einen Kranz nehmen, das habe ich auch schon gemacht im vorletzten Ostern. Habe einfach einen Adventskranz genommen, also auch mit Tanne, und habe den umwickelt mit erstmal mit Folie oder was man auch machen kann, Geschenkpapier in Gelb oder je nachdem wie der Kranz aussehen soll, und dann so Moos drauf ein bisschen und ja, alles was man so hat, war auch sehr hübsch. Also man kann alles wieder zweckentfremden und ich finde das ganz schön geworden. Wenn euch die Idee gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ich wieder einen Daumen hoch bekomme, und ansonsten ja, freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuguckt. Und drückt alle die Daumen, dass jetzt irgendwo dieses Regenwetter mal aufhört, dass wir alle irgendwie mal Frühlingsgefühle bekommen. Das wäre schon ganz schön. Ich habe schon richtig schlechte Laune. Also bis dann, eure Bärbel.